Hey Leute und willkommen zurück zu Doki Doki Literature Club. Teilen immer noch unsere Gedichte und jetzt machen wir in diesem Dialog mit Yuri weiter. Und bald wird sie alles verloren haben. Wenn du es so beschreibst, ist es viel eindringlicher. Das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. Das ist beeindruckend. Es ist wirklich nichts. Tja, es macht mich glücklich, dass du so denkst. Sei versichert, dass du sicher auch schon bald ein Gespür dafür bekommen wirst. Ja, vielleicht hast du recht. Ich werde es wohl einfach weiter versuchen müssen. Ich zähle auf dich. Ach, okay, hätte ich das sogar noch im letzten Part einschließen können. Ja, wem wohl? Hallo Ryan. Hattest du bis jetzt viel Spaß? Ja. Schön, das freut mich. Übrigens, da du neu bist und so, falls du jemals irgendwelche Vorschläge zum Club hast, etwa neue Aktivitäten oder Dinge, die wir verbessern können. Ich bin immer ganz Ohr. Nur keine falsche Scheu, okay? Okay, ich werde das im Kopf behalten. Natürlich hätte ich riesige Hemmungen, irgendwas in der Art anzusprechen. Ich fahre viel besser damit, mit dem Strom zu schwimmen, bis ich mich richtig eingewöhnt habe. Wie dem auch sei, möchtest du mir dein Gesicht zeigen? Es ist zwar etwas peinlich, aber mir bleibt wohl keine Wahl. Keine Sorge. Uns allen ist das heute etwas peinlich, okay? Aber es sind genau diese Art von Grenzen, die wir alle bald zu überwinden lernen. Ja, das stimmt. Ich gebe Monika mein Gedicht. Das hier gefällt mir. Es erinnert mich an etwas, das Sayori gefallen würde. Echt jetzt? Ja, Sayori hat's doch gefallen. Dann seid du und Sayori also echt gute Freunde, was? Ich wäre nicht überrascht, wenn ihr diese Dinge gemein hättet. Nun, wir mögen zwar gute Freunde sein, aber Sayori und ich sind grundverschieden. Tja, das mag sein, aber möglicherweise gibt es auch ein paar unerwartete Gemeinsamkeiten. So, wie sie immer von dir redet. Für mich hört sich das so an, als lege euch das Wohl des anderen sehr am Herzen. Es mag ähnlicher sein, als du denkst. Auch wenn du es auf verschiedene Art und Weise zeigst. Das ist also das Gefühl, das ich beim Lesen deines Gedichts spüre. Interpretierst du nicht zu viel da hinein? Nun, das könnte sein. Ach herrje, jetzt höre ich mich schon wie Yuri an. Sayoris Schreibstil weist aber auf jeden Fall eine sanfte Note auf. Man erkennt sofort, dass sie gerne Emotionen wie Glückseligkeit und Traurigkeit erforscht. Okay, das macht mir jetzt ein wenig Sorgen. Wer hätte schließlich gedacht, dass jemand auch Gefallen an traurigen Dingen findet? Ja, das ist völlig unerwartet. Tja, jeder ist so, wie er mag. Und du sollst dich auch trauen, etwas mehr zu experimentieren. Ich bin mir sicher, dass ich viele Dinge ausprobieren werde. Es könnte eine Weile dauern, bis ich mich dabei wohlfühle. Das ist in Ordnung. Ich würde es liebend gerne sehen, dass du neue Sachen ausprobierst. Auf diese Weise kannst du am besten den Stil finden, der zu dir passt. Jeder mag hier etwas voreingenommen sein, was den eigenen Stil angeht. Aber ich werde dir immer dabei helfen, das Beste für dich zu finden. Lass dich also nicht dazu verbiegen, so zu schreiben, wie es alle anderen wollen. Es ist ja nicht so, dass du dir Sorgen darum machen müsstest, ob du sie beeindrucken kannst. Nun gut. Willst du jetzt mein Gedicht lesen? Keine Sorge, ich bin nicht sehr gut. Für jemanden, der vorgibt, nicht sehr gut zu sein, hörst du dich aber ziemlich selbstbewusst an. Tja, das ist nur, weil ich so auftreten muss. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich mich auch wirklich so fühle, weißt du? Verstehe. Tja, dann lesen wir uns mal durch. Loch in der Wand. Ich konnte es nicht gewesen sein. Sieh nur, in welche Richtung sich die Spachtelmasse verwölbt. Ein neugieriger Nachbar vielleicht, ein wütender Freund. Ich werde es nie erfahren. Ich war nicht zu Hause. Vielleicht finde ich einen Hinweis, wenn ich hindurchspähe. Nein, ich kann nicht sehen, ich schrecke zurück. Blind, wie ein Film, der in der Sonne lag. Aber es ist zu spät. Meine Netzhaut, eine Kopie des sinnlosen Bildes, ist auf ewig eingebrannt. Es ist nur ein kleines Loch, es ist nicht zu hell. Es ist zu tief. Unendlich streckte es sich in alles. Ein Loch der endlosen Entscheidungen. Jetzt begreife ich, dass ich nicht hineingesehen habe. Ich habe herausgesehen. Und der auf der anderen Seite hat hineingesehen. Wow. Und
Wie gefällt es dir? Es verzichtet ganz auf Reim und Form und solche Dinge. Tut mir leid, ich bin da ehrlich gesagt nicht der Richtige, um dir Feedback zu geben. Kein Problem. Ja, dieser Stil ist in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Sehr viele Gedichte legen den Fokus auf das Timing zwischen den Wörtern und Zeilen. So kann es sehr viel Kraft entwickeln, wenn man es vor anderen rezitiert. Was hat denn hier als Inspiration gedient? Ich weiß nicht recht, wie ich das sagen soll. Man könnte wohl sagen, dass ich kürzlich eine Eingebung hatte. Die hat meine Gedichte schon ein bisschen beeinflusst. Eine Eingebung? Ja, sowas in der Art. Ich bin etwas nervös, über so tiefgründiges Zeug zu reden, weil es irgendwie recht heftig herauskommt. Vielleicht eher, wenn wir alle etwas besser befreundet sind. Wie dem auch sei. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Beim Schreiben eines Gedichts oder einer Geschichte bleibt man mitunter gedanklich an einem Punkt hängen und versteift sich darauf. Wenn du so intensiv daran arbeitest, es zu perfektionieren, wirst du nie irgendwelchen Fortschritt machen. Zwing dich einfach dazu, etwas aufs Papier zu bringen und sorge später für den nötigen Feinschliff. Anders gesagt, wenn du deinen Stift zu lange auf dieselbe Papierstelle hältst, bekommst du nur einen riesig dunklen Tintenfleck. Also bewege einfach deine Hand und lass dich treiben. Das ist mein heutiger Tipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit war dann wohl jeder an der Reihe. Ich sehe mich im Raum um. Das war viel stressiger als erwartet. Es ist, als ob alle mich wegen meines mangelhaften Schreibstils verurteilen. Auch wenn sie nur nett sind, können meine Gedichte unmöglich mit ihren mithalten. Schließlich ist das ein Literaturclub. Ich seufze. Darauf habe ich mich also eingelassen. An der anderen Seite des Raumes unterhalten sich Sayori und Monika fröhlich miteinander. Mein Blick fällt auf Yuri und Natsuki. Sie tauschen vorsichtig die Blattseiten mit ihren Gedichten aus. Während sie gleichzeitig das Werk der jeweils anderen lesen, ändert sich ihr jeweiliger Gesichtsausdruck. Natsukis Augenbrauen ziehen sich frustriert zusammen. Yuri hingegen lächelt traurig. Was ist nur mit dieser Sprache los? Hä? Hattest du etwas gesagt? Oh, es ist nichts. Natsuki legt das Gedicht abfällig mit einer Hand zurück auf den Tisch. Ich schätze, das könnte man ausgefallen nennen. Danke. Das ist süß. Süß? Hast du überhaupt nicht die Symbolik darin verstanden? Es dreht sich doch ganz eindeutig um das Gefühl des Aufgebens. Wie kann es das süß sein? Das weiß ich doch. Ich meinte ja nur. Es ist wohl die Sprache. Ich wollte etwas Nettes sagen. Hä? Willst du damit sagen, dass du dich so sehr anstrengen musst, um etwas Nettes zu sagen? Danke, aber das kam jetzt überhaupt nicht nett rüber. Also, ich hätte ja auch einige Anregungen. Wenn ich auf Anregungen ausgewiesen wäre, dann hätte ich jemanden gefragt, dem es auch tatsächlich gefallen hat. Was es den Leuten übrigens getan hat. Sayori gefiel es und Ryan mochte es auch. Daher gebe ich dir gerne selbst ein paar Anregungen. Zuallererst, entschuldige. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber ich habe viel Zeit darin investiert, meinen Schreibstil auszuarbeiten. Ich habe nicht vor, ihn in nächster Zeit zu ändern, es sei denn, dass ich auf etwas extrem Inspirierendes stoße, was ich noch nicht getan habe. Und Ryan gefiel mein Gedicht übrigens auch. Er hat mir sogar gesagt, dass es ihn beeindruckt hat. Natsuki steht plötzlich auf. Oh, ich hätte keine Ahnung, dass du es so darauf anlegst, unser neues Mitglied zu beeindrucken, Yuri. Das ist nicht, was ich... Du bist nur... Yuri steht ebenfalls auf. Vielleicht bist du nur eifersüchtig darauf, dass Ryan meinen Rat mehr zu schätzen weiß als dein. Hä? Und woher weißt du, dass er nicht meinen Rat mehr zu schätzen wusste? Bist du echt so eingebildet? Nein. Wenn ich so eingebildet wäre, dann würde ich extra viel Wert darauf legen, alles, was ich tue, super kitschig zu machen. Ist alles in Ordnung? Tja, weißt du was? Ich bin nicht diejenige, deren Brüste plötzlich über Nacht eine BH-Größe zugelegt haben, nur weil Ryan hier aufgetaucht ist. Natsuki? Natsuki, das ist etwas... Das geht dich nichts an. Ich mag keine Scheitereien, Leute. Plötzlich drehen sich beide Mädchen zu mir um
als ob sie gerade erst bemerkt haben, dass ich dort stehe. Nein! Sie wollte mich schlecht aussehen lassen. Das stimmt doch gar nicht. Sie hat angefangen. Wenn sie sich nur wieder beruhigen und lernen würde, dass ein einfacher Schreibstil viel effektiver ist, dann wäre nichts von dem je passiert. Warum sind all deine Gedichte grundlos so verworren und verschachtelt? Die Bedeutung muss dem Leser direkt ins Auge fallen. Er sollte nicht dazu gezwungen sein, sie selbst herauszufinden. Hilf mir, ihr das zu erklären. Warte, es gibt einen guten Grund dafür, dass wir so viele tiefgründige und ausdrucksstarke Begriffe in unserer Sprache haben. Nur so lassen sich komplizierte Gefühle und das, was man aussagen will, am effektivsten mitteilen. Sie zu vermeiden, stellt nicht nur eine unnötige Beschränkung dar, es ist auch eine Vergeudung. Du verstehst das doch, oder? Nun? Nein. Sag nicht, ich muss mich jetzt entscheiden, oder? Wie wurde ich überhaupt in diese Diskussion hineingezogen? Ist ja nicht so, als wüsste ich viel über das Schreiben. Aber auf wessen Seite ich mich auch stelle. Sie würden mir das bestimmt hoch anrechnen. Also natürlich fällt dann meine Wahl auf. Hilf mir, Sayori. Das ist eigentlich das, was am besten wäre. Weil eine ist sonst wütend. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt mache, sind beide wütend. Weil es dann so rüberkommt, als könnte ich gar nichts alleine irgendwie machen. Aber jetzt kommt schon. Was ist denn das denn? Es hört doch auf, sich zu streiten, Mädels. Oh, ja, auf welcher Seite bin ich jetzt? Normalerweise auf Yuris, weil ich meine, Natsuki hat schon ein bisschen übertrieben jetzt gerade. Und dazu sagen. Aber jetzt magst du uns wenigstens ein wenig. Und ich glaube, wenn wir das jetzt machen, dann. Ach, das ist so kacke. Leute, warum? Was ist das? Jetzt natürlich wieder meine Wahl auf. Ich will das dritte nicht wählen. Das klingt dann so, als könnte man nichts alleine irgendwie machen. Jetzt bräuchte man immer Hilfe. Das brauche ich. Was mache ich da jetzt? Das ist so scheiße! Yuri, du hast wirklich Talent. Nun. Aber Natsuki hat schon irgendwie recht. Ich glaube, dass sie sich. Ich kam verzweifelt in mein Gehirn, um meiner Aussage Gewicht zu verleihen. Ich glaube, dass das Vermitteln von Gefühlen mit nur wenigen Worten auch sehr beeindruckend sein kann. So wird die Vorstellungskraft der Leser angeregt. Und das ist Natsuki mit ihrem Gedicht wirklich gut gelungen. Ja. Das ist es, nicht wahr? Haha. Das zeigt, wie viel du davon weißt. Das stimmt doch gar. Natsuki. Ich glaube, das reicht. Hä? Mir? Aber sie war gemein zu mir. Ja, ihr wart beide gemein zueinander. Natsukis Stimme ist ganz weinerlich. Schau, es stimmt, worüber wir gestern geredet haben. Das Schreiben ist eine sehr persönliche Angelegenheit und seine eigenen Gedichte zu teilen kann ganz schön schwierig sein. Das haben wir heute alle gelernt. Selbst die kleinste Kritik kann zu einer sehr hitzigen Diskussion führen. Ich blicke über meine Schulter. Sayori nickt entschieden. Ja, also, du musst dich nicht angegriffen fühlen. Du bist eine tolle Autorin, Natsuki. Natsuki überschlägt sich vor Überraschung. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Das murmelt sich schließlich, kaum hörbar. Yuri. Yuri sieht mich niedergeschlagen an. Bei diesem Gesichtsausdruck kann sie mir eigentlich auch nur leid tun. Sicherlich hat Natsuki das nicht alles so gemeint. Du musst dich also auch nicht so angegriffen fühlen. Nun, wenn du meinst. Hey! Du musst dich nicht für mich entschuldigen. Oh Mann. Natsuki atmet durch. Die Sache mit. Natsuki zieht sich im Raum um. Könnt ihr bitte alle aufhören, mich anzustarren? Es überrascht mich, dass Natsuki das schwerer fällt, als sie vorgegeben hat. Sayori und Monika blicken zur Seite. Wie auch immer. Die Sache mit deinen Brüsten, das
habe ich nicht so gemeint, okay? Das ist alles. Natsuki schaut weg und vermeidet jeglichen Blickkontakt. Ja, du bist von Natur aus schön, Yuri. Sayori? Ich gehe Tee kochen. Hä? Ich wollte nur helfen. Das weiß ich sicher zu schätzen, Sayori. Ich klopfe Sayori auf die Schulter. Okay, wo wir das nun hinter uns gebracht haben, lass uns alle die Gedichte der anderen lesen, okay? Hoffentlich hat es sich für alle gelohnt. Besonders für dich, Ryan. Und ehrlich gesagt, er ist eine nette Abwechslung von dem Herumhängen an... Von dem Herumhängen an... Dass wir uns schon etwas zu sehr gewöhnt hatten. Dann hatte mein Eintritt in den Club also die Stimmung ruiniert. Nein, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Wir haben noch etwas Zeit. Daher sollten wir uns alle etwas entspannen. Wir plaudern hier nicht nur, sondern beschäftigen uns auch mit literaturmäßigen Dingen im Clubraum. Möglicherweise kannst du ja die Gelegenheit nutzen, um dir ein Buch schnappen oder etwas schreiben. Schließlich gibt es genau dafür in den Club. Ich muss dir widersprechen, Manika. Inwiefern? Das ist nicht das Wichtigste am Literaturclub. Das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben. Natürlich. Tja, und genau deswegen bist du wohl auch die Vizepräsidentin, Sayori. Letztendlich hat Monika aber recht. Durch meine Mitgliedschaft im Literaturclub kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr all meine Zeit mit nichts tun verbringen. Aber schließlich war es das bisher wert. Okay, Leute. Unsere Zeit hier ist fast zu Ende. Wie ist es uns allen dabei ergangen, das eigene Gedicht mit den anderen zu teilen? Es war sehr lustig. Tja, ich würde sagen, dass es das wert war. Es war okay. Nun, größtenteils zumindest. Ryan, was mit dir? Ja, ich würde dasselbe sagen. Es war ganz nett, mit allen darüber zu reden. Wunderbar. Wenn das so ist, wiederholen wir das morgen noch einmal. Und vielleicht habt ihr ja auch etwas von euren Freunden gelernt, damit eure Gedichte noch besser werden? Ich denke nach. Ich habe tatsächlich etwas mehr darüber erfahren, was für eine Art von Gedicht jeder mag. Mehr übers Glück wird es mir zumindest gelingen, die Person zu beeindrucken, für die ich mir das vorgenommen habe. Mit neu gewonnener Zuversicht nicke ich mir selbst zu. Ryan, bereit für den Heimweg? Klar, gehen wir. Sayori strahlt mich an. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Sayori und ich so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und es gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Sayori, wegen vorhin. Was meinst du? Du weißt schon, die Sache zwischen Yuri und Natsuki. Passiert so etwas häufiger? Nein. Ich habe die beiden zum ersten Mal so heftig streiten gesehen. Dann streiten die sich wohl um den Hauptcharakter, wa? Ich versichere dir, dass es beide ganz wunderbare Menschen sind. Du hast sie doch nicht etwa, oder? Nein, ich hasse sie nicht. Ich wollte nur deine Meinung hören, mehr nicht. Ich verstehe jetzt, warum sie so gut mit dir befreundet sind. Weißt du, Ryan, es ist schön, etwas Zeit mit dir im Club zu verbringen. Aber es macht mich am glücklichsten zu sehen, dass du dich auch mit den anderen gut verstehst. Und ich glaube, dass dich auch alle mögen. Das ist... Jeder Tag wird so viel Spaß machen. Es sieht ganz danach aus, dass Sayori immer noch nicht versteht, in was für einer Situation ich mich befinde. Klar, es ist toll, mit allen befreundet zu sein, aber geht da vielleicht nicht doch mehr? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, Sayori. Ich klopfe Sayori auf die Schulter. Obwohl dies eher ein Selbstgespräch war, ist es doch praktisch, mir von Sayori bei meinem inneren Monolog helfen zu lassen. Okay. Ja, auf geht's. Gedicht schreiben? Oh Gott. Okay, wir bringen auf jeden Fall ein bisschen Fantasy rein. Eine Depression? Eine depressive Fantasy? Wieso hat das Sayori so gut gefallen? hoffnungslos, Party, beharrlich. Sommer, depressiver Sommer. Oh, irgendwas mit Schicksal nochmal. Qualvoll. Puh. Albern. Warum habe ich albern? Nein, ich... Oh, das habe ich albern genommen, das passt überhaupt nicht. Egal.
Egal, kann ja auch albern sein. Frucht der Regen, verleugnet, verfallen, Erdbeere, Bett, Traurigkeit. Ich will nur mal sehen, wem das gefällt. Yuri? Gefällt dir das so? Der Herzschlag. Ein weiterer Tag vergeht und es ist bereits Zeit für das nächste Clubtreffen. In den letzten Tagen habe ich angefangen, mich hier etwas wohler zu fühlen. Beim Betreten des Clubsraums erwartet mich die typische Szenerie meine ich. Hallo Ryan. Yo, Sayori. Du scheinst heute gute Laune zu haben. Ich habe mich nur immer noch nicht daran gewöhnt, dass du jetzt im Club bist. Verstehe. Wenn es mehr nicht braucht, damit du gute Laune bekommst. Aber bei dir sind es ja immer die einfachen Dinge des Lebens. Wo wir darüber reden. Ich habe irgendwie Hunger. Kommst du mit einen Snack kaufen? Nein, danke. Oh, warum nicht? Hä? Das sieht dir ja gar nicht ähnlich. Ich habe meine Gründe. Warum werfen wir nicht einen Blick in dein Portemonnaie, Sayori? Warum denn das jetzt? Kein bestimmter Grund. Ich will nur einen Blick hineinwerfen. Sayori kramt nervös ihr Portemonnaie hervor. Sie fummelt am Verschluss herum und schließlich gelingt es ihr, es zu öffnen. Dann dreht sie es um, sodass der gesamte Inhalt auf ihren Tisch fallen kann. Es kullern nur zwei kleine Münzen heraus. Wusste ich es doch. Ich hab dich durchschaut, Sayori. Das ist nicht fair. Woher konntest du das überhaupt wissen? Das ist ganz einfach. Wenn du Geld gehabt hättest, hättest du dir schon auf deinem Weg zum Clubraum einen Snack gekauft. Daher warst du entweder nicht hungrig oder wolltest eine Ausrede für einen Spaziergang haben. Oder du hast praktischerweise vergessen, dass du all dein Geld ausgegeben hast, sodass ich dir etwas leihen würde. Aber es gibt noch einen weiteren Hinweis. Du hast immer Hunger. Und so bleibt nur eine Option übrig. Ich gebe auf. Ich will mich nicht schuldig fühlen. Wenn du dich schuldig fühlst, dann muss das ja wohl gerechtfertigt sein. Yuri kichert plötzlich. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie uns zugehört hatte. Ihr Gesicht war wie immer in einem Buch vergraben. Ich habe euch nicht belauscht oder so. Es war nur etwas in meinem Buch. Yuri? Sag Ryan, dass er mir etwas Geld leihen soll. Das ist... Zieh mich nicht da hinein, Sayori. Außerdem, du sollst hier nur das kaufen, was du dir auch leisten kannst. Und offen gesagt, ist dein Leiden eine gerechtfertigte Vergeltung für die hinterlistige kleine Nummer, die du da abgezogen hast. Habe ich da gerade... Das wollte ich nicht. Ich war zu sehr in meinem Buch vertieft. Mir gefällt es, wenn du deine Meinung sagst, Yuri. Es geschieht nicht oft, aber es zeigt eine winzige Seite an dir. Du kannst das unmöglich glauben. Du hattest aber recht. Ich war böse und muss nun meine Schafe akzeptieren. Deine Schafe? Ach, Strafe, nicht Schafe. Aber da stand doch gerade Schafe, oder? Oder bin ich dumm? Und doch aus deinem Munde, Sayori?
Er steckt wohl in jedem von uns ein kleiner Teufel, was? Lass dich von ihr nicht irreführen. Sayori weiß ganz genau, was sie tut. Schließlich hat sie euch gefragt, dass sie mich zum Club mitbringt, bevor sie mir überhaupt davon erzählt hatte. Aber du wärst nicht gekommen, wenn es nicht die Cupcakes gegeben hätte. Daher musste ich Natsuki dazu bringen, sie zu backen. Ach, du solltest mir schon mehr als das zutrauen, Sayori. Aus dem Nichts landet irgendwas mit einem lauten Klatscher in Sayoris Gesicht und fällt dann auf den Tisch. Wow. Aua. Was war... Hä? Ein Keks? Und tatsächlich ist es eine Plastikfolie eingepackter Riesenkeks. Es ist ein in Plastikfolie eingepackter Riesenkeks. Sayori sieht sich um. Ist hier gerade ein Wunder geschehen? Das war bestimmt, weil ich meine Wiedergutmachung geleistet habe. Strafe. Das hätte fast funktioniert. Ich wollte dir ja eigentlich nur einfach geben, aber dann hast du von den Cupcakes angefangen. Deine Reaktion war das echt wert. Natsuki, das ist so nett von dir. Ich bin so glücklich. Sayori umarmt vorsichtig den Keks. Mann, jetzt iss ihn doch einfach. Sayori reißt schnell die Folie auf und nimmt einen großen Biss. So, lecker. Hä? Plötzlich schlägt Sayori ihre Hände vor den Mund. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Dieser Keks fordert dir aber einiges ab. Natsuki beißt in ihren eigenen Keks. Ah, deiner sieht auch echt lecker aus, Natsuki. Darf ich mal probieren? Oh Mann. In der Not schmeckt jeder Keks. Aber deiner ist mit Schokolade. Ja, warum glaubst du wohl, habe ich dir den gegeben? Na gut. Ich bin aber trotzdem froh, dass du ihn mit mir geteilt hast. Sayori steht auf, stellt sich hinter Natsuki und umarmt sie fest. Oh Mann. Schon gut, schon gut. Natsuki versucht mit dem Keks in der Hand Sayori von sich wegzudrücken. Hä? Sayori beugt sich plötzlich nach vorne und beißt in Natsukis Keks. Okay, gut, Leute, ich muss wieder an der Stelle hier die Folge beenden von Doki Doki Literature Club. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter und ciao.